Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine, du, ich hatte letztens einen wahnsinnigen freudschen Versprecher. Stell dir vor, ich gehe ins Reisebüro und möchte die Tickets holen. So, mach die Tür auf, sitzt dort die Reisebüro-Mitarbeiterin, will eine will prall gefüllte Bluse und ich möchte sagen, grüß Gott, ich hole die Tickets und habe einen freudschen Versprecher und sage, grüß Gott, ich hole die Titten. Sagt der andere, das ist ja gar nichts. Bitte, ich sitze letztens mit meiner Frau beim Frühstück. Wir sitzen frühstücken ganz normal. Und ich möchte zu ihr sagen, Schatz, bist du so lieb und kannst du mir die Butter rübergeben? Sag aber, du blöde Sau, hast mein Leben versaut. Ein Herr geht ins Bordell. Nicht, weil er sich gedacht hat, das tue ich jetzt einmal. Und man hört ja da so die tollsten Dinge. Das brauchst du nicht erklären. Nein, gut, der geht da rein. Das würde mich aber interessieren, warum der Haar ist. Das kostet 100 Euro Eintritt. 100 Euro Eintritt. Ich sage, das gibt's nicht. 100 Euro, aber wenn schon, 100 Euro, okay. Nicht? Und dann geht er weiter und dann ist ein riesenlanger Korridor und dann stehen drei Türen. Da steht blondhaarig, rothaarig, schwarzhaarig. Dann sage ich, ja gut, also von den Rothaarigen erzählt man sich ja ganz tolle Dinge. Und jetzt habe ich mir schon 100 Euro gezahlt. Erzähle ihm nur mehr 100 Euro. Der bringt nur mehr 100 Euro. Geht wieder ein riesenlanger Gang, steht wieder vor drei Türen, steht oben. Große Schweinerei, mittlere Schweinerei, kleine Schweinerei. Dann sagt er, gut, jetzt habe ich schon 200 Euro gezahlt, jetzt bäcke ich noch einen 100er, jetzt will ich die große Schweinerei. Er geht durch die Tür und steht wieder auf der Straße. Das ist eine Riesenschweinerei. Eine Riesenschweinerei. Der Maxi spielt pausenlos mit seinem Handy. Und der wischt da umeinander und der Papa kriegt schon wirklich die Freisen, wie man sagt, und sagt, weißt du was, Max, wenn du das jetzt nicht lässt, dann nehme ich dir das Handy ab. Sag, Papa, es tut mir leid, aber mein neues Handy mit dem neuen App, das Lügendetektor-App, ist ein Wahnsinn. Sag, bitte, was für eine App? Das Lügendetektor-App. Sag, wie geht das? Sag, Papa, ganz einfach, ich stelle dir eine Frage und du beantwortest sie angenommen falsch. Dann hast du mich ja belogen. Dann kriegst du von meinem Handy einen Stromstoß. Sag ich, das gibt's ja gar nicht. Aber das probieren wir gleich aus, nicht? Maxi, wo warst du heute Vormittag? Hat er gesagt, in der Schule. Patsch, hat er schon eine gehabt. Und das ist ja unglaublich, das funktioniert noch. Maxi, wo warst du wirklich? Papa, ich war im Kino. Im Kino. Am Montagvormittag im Kino. Was schaut man sich da an? Ein Heimatfilm. Patsch, hat er schon wieder reingekommen. Sag ich, was hast du dir wirklich angeschaut? Sag ich, Papa, es nutzt eh nichts, ich muss ehrlich sein. Einen Sexfilm. Ein Sexfilm, du mit deinem Alter, da habe ich nicht einmal gewusst, dass es solche Filme gibt. Patsch, hat der Papa auch nicht gehabt. Die Mama steht da, verschränkt die Arme, lächelt, sagt sie, dein Sohn, patsch, hat die Mama auch nicht gehabt. Zwei Freunde treffen einander auf einer Party seit längerer Zeit. Man plaudert, das für sie war der Urlaub und so, wie geht's ja so und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagt einer, sag einmal, hast du mit meiner Frau geschlafen? Nein, da bist du wahnsinnig, wie kommst du auf so eine Idee? Ich kenne sie ja kaum. Außerdem, wir sind Freunde, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aha, solltest du vielleicht mal überlegen, die ist besser wie deine. Ja. Zwei Männer treffen sich, der eine sagt der Mann, du, jetzt habe ich es endlich offiziell, meine Frau hat mich betrogen. Was wirklich, ja, ich hab's in flagrant erwischt. Wirklich, wie war das? So, ich sag, naja, das war, weißt du, immer Mittwoch am Nachmittag hat es keine Zeit gehabt, hat sie immer am Telefon, war es nicht erreichbar, habe ich nicht gewusst, was ist, aber gedacht, ich lasse einmal auf. Ja, und was war? Naja, daheim ist, war daheim und es kommt ein Mann. Ja, was hast du gemacht? Naja, Schlafzimmer im Großen versteckt. Ha? Ja, und was war? Naja, da kommt einer, sie gehen miteinander ins Schlafzimmer und ja, dann zieht sie dir mal das Hemd aus. Na, solche Schultern, so ein Ärmel, so ein Sixpack. Ja, was war dann? Ja, dann zieht er sich die Hosen aus. Ja, der war ausgestattet wie ein Gemeindestier, kann ich das sagen. Also wirklich, wirklich. Ja, was war dann? Ja, dann hat sie mir alle ausgezogen. Was? Ja, wie ist denn noch dabei gegangen? Ich habe mich so geniert. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Mann und Bodenfliesen? Es gibt keinen. Du musst sie beim ersten Mal richtig flachlegen, dann kannst du ein ganzes Leben lang auf ihnen herumtrampeln. Zwei kleine Kinder, ein Bub und ein Mädel, sitzen beieinander. Und wie es halt ist, immer gibt es um Rivalität. Und dann sagt der Bub, Elli Belli, ich hab einen Fußball und du nicht. Elli Belli, ich hab einen Fußball.
Elli Belli, und ich hab ein Drehtauto und du nicht. Elli Belli, ich hab auch ein Drehtauto. Denkst du sich, verflixt, was konnte ich haben, was der nicht hat? Sag ich, Elli Belli, ich hab ein Zumpferl und du nicht. Elli Belli, weil ich groß bin, kann ich haben, so viel ich will und du hast Leon. Der Mann kommt ins Wirtshaus und sagt zu dem Wirten, Wirtshaus, ich habe einen großen Hunger, aber kein Geld und ich zeige dir jetzt was, was du noch nie gesehen hast. Und wenn dir das gefällt, dann gibt es noch eine Lokalrunde und noch einen zweiten Gang und sowas. Sagt der Wirt, okay, der Wirt sagt, okay, machen wir so. Der Mann öffnet die Hose und holt so einen Mann raus, den stellt er auf die Theke. Und der Mann sagt, guten Abend, mein Name ist Mario Simmel. Ich habe 170 Bücher geschrieben, 400 internationale Preise gewonnen. Geht so auf der Theke auf und ab. Und sagt der Wirt, Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Jetzt kannst essen, was willst, Lokalrunde, alles für dich, super. Aber wo gibt's sowas? Sagt er, ja, da draußen ist eine alte Eiche, da liegt eine alte Öllampe, da musst du reiben, da kommt ein Geist und dann redst mit dem. Na gut, der Wirt rennt hin, macht das, auf einmal kommt der Geist und sagt, Meister, du hast mich befreit, was kann ich für dich tun? Der Wirt ist ganz nervös und schreit ganz laut, ich will 10 Millionen in kleinen Scheinen. Sagt der Wirt, ja, der Geist, ja, kein Problem, alles gut, wunderbar, es kracht und Nebel und der Nebel verzieht sich, auf einmal liegen da so gegrillte Spanferkel mit Zitronen garniert. Der Wirt rennt zurück ins Wirtshaus und sagt, ich verstehe es, dein Geist hat einen Hörfehler. Ich wollte 10 Millionen in kleinen Scheinen und bekomme 10 Zitronen in kleinen Schweinen. Sagt der Mann, ja leider, glaubst du, ich wollte einen 30 cm großen Simmel haben? Barack Obama ruft den Werner Faymann an und sagt, Werner, wir brauchen deine Hilfe. Unsere größte Kondomfabrik ist über Nacht abgebrannt und wir brauchen dringend geliefert 1 Million Kondome. Sagt der Werner, ja, das wird kein Problem sein. Also gibt es irgendwelche besonderen Wünsche? Sagt er, ja, unbedingt müssen die Kondome in Blau, Weiß und Rot, den amerikanischen Nationalfarben sein. Schafft ihr das? Sagt der Werner Faymann, ja sicher, also das werden wir schaffen und kein Problem. Na, der ruft seinen Fabrikanten an, der Werner Faymann, und sagt, ja folgendes, also die Amerikaner, denen ist die Kondomfabrik abgebrannt, können wir ihnen 1 Million Kondome liefern in den Nationalfarben Blau, Rot und Weiß? Sagt der Fabrikant, ja sicher, überhaupt kein Problem. Wie sollen denn die beschaffen sein, sagt der Werner Faymann. Ja, der Barack hat gemeint, die sollen 20 cm lang sein und 6 cm im Durchmesser, sagt der Kondomfabrikant. Ja, das können wir ohne weiteres schaffen und habt sonst noch einen Wunsch, sagt der Werner Faymann. Ja, bitte schreibt's drauf, made in Austria, size small. Woran erkennt man eigentlich einen richtigen Gentleman? Na, das ist ein Mann, der sich vorher die Hände verkleinern lassen hat, bevor er der Frau eine Brustvergrößerung raten würde. Ist ein Christwitz. Zwei ältere Männer teilen sich ein Zimmer im Seniorenheim und wollen sie am Abend hinlegen und löschen das Licht. Und die legen sie hin und auf einmal hört der eine ein Geräusch. Denkt sie, was ist denn das? Komisch. Denkt sie nichts dabei, dreht sie wieder um und auf einmal schon wieder. Denkt sie, das gibt's ja nicht. Wann das wieder ist, dann frage ich nach. Na, weil es ist Stille. Gut, er dreht sich wieder um und auf einmal wieder. Auf einmal fragt er in die Finsternis, heißt Karl, was machst denn da? Da sagt der Karl, jetzt habe ich endlich einmal einen Ständer und dann schlafen mir die Hände. Treffen sich zwei Penisse und wollen ins Kino gehen. Sagt der eine zum anderen, her, hoffentlich spielen sie kein Porno, sonst müssen wir wieder stehen die ganze Zeit. Ein Mann steht in der Dusche und onaniert, kommt seine Frau dazu und sagt, bitte, was soll das? Sagt er, das kann dir ja wurscht sein, wie schnell ich mich wasche. Warum ist in Polen, wäre auch gerade gesetzlich verboten,
Ja, wisst ihr das? Ja, weil alles, was dort länger steht als 2 Minuten, wird sofort gestohlen. Ja, weil es noch nicht, das war nur die Einleitung. Also, ja. Wisst ihr, warum so viele Blondinen auf ihre Heizkörper umherum sitzen? Na, weil ihnen der Installateur gesagt hat, die Heizung leckt. Ja, er sickert ein bisschen. Es ist ja, er sickert. Ein Sandler, ne, braucht man nicht näher erklären, geht in Wien spazieren, geht durch den Stadtpark, sieht auf einmal eine hübsche Blondine, geht hin und sagt, gnädige Frau, würden Sie um 1000 Euro mit mir schlafen? Sind Sie deppert, wieso sollte mit Ihnen schlafen? Schade, ich hätte das Geld so gut brauchen können.